Seht nur, es geschieht überall in Alola. Du kannst nicht mal still sein, Cosmog. Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Aber wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabässe in Alola tummeln. Seht nur, auf Akala, auf Pony und auf Mele Mele sind auch welche. Währenddessen auf Mele Mele in der Nähe des Mahalo-Bergpfads. Inselkönige. Was? Nanu. Oh oh. Das sieht ein bisschen aus wie Lilly. Meine wunderschöne Ultrabestie. Residentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir diese Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt. Du sagst es. Bromley, sei doch so gut und bringe zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Ich werde die Ultrabässchen aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit ihr machen. Tali, du übernimmst Bromley. Yumi, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alola von den Ultrabässchen überrannt. Also strengt euch an. Yumi, wir müssen Wolkchen retten. Puh. Was seid ihr doch alle für erbärmliche Kleingeister. Wenn ihr so weitermacht, erschreckt meine wunderschöne Ultrabestie ja noch. Nun, ich denke, dich sollten wir wohl als erstes zum Schweigen bringen, Yumi. Okay. Oh. Sie scheinen Feen-Pokémon zu benutzen. Das ist schwierig. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Bin mir nicht sicher, was ich, wie ich jetzt am besten umgehen soll mit. Wir nehmen erstmal Caesar. Es sind auch vor allem relativ viele Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überstehe. Wir probieren es einfach. Metronom. Jetzt wird's krass. Oh oh. Das ist gut. Ich setze nur Akrobatik ein. Das ist nicht schlimm. So, Durchbruch. Probieren wir es mal. Oh, das ist nicht gut, ne? Oh. Gut, dann probieren wir jetzt anders. Das war keine gute Idee, wie kam ich? Ich hatte irgendwie noch... Okay. Ich bin gerade total...
Ich weiß, was ich nicht rede. Ich bin gerade ziemlich angespannt auch. Mal gucken, wie weit Cäsar kommt. Hm, wir wechseln mal bei Melotic. Kann ich mir vorstellen, dass Niki schon was ausrichten könnte. Ich sehe halt auch nicht wirklich, was sie für einen Typ hat. Ich glaube, sie hat keinen spezifischen Typ. Das dachte ich ja jetzt, Fee, aber anscheinend doch nicht. Gut. Das perfekte Pika-Projektil! Go! Oh Mann. Ja, Niki, das ist schön, aber ich glaube, das hilft nicht sehr viel. Wir kriegen sie auf jeden Fall hin, da habe ich jetzt keine Zweifel. Aber es wird nicht ganz einfach. Okay, hat doch mehr Schaden gemacht als gedacht. Okay. Gut. Was kommt als nächstes? Tresela. Los, Kyoto. Es hat, ich glaube, ausschließlich sehr feminine Pokémon auf jeden Fall. Also es hat ein wirklich sehr feminines Team. Und ja, auch ein schönes Team. Also ist jetzt nichts Schlimmes. Mein Team hingegen ist niedlich. Mein Team ist eher niedlich und anmutig. Oh, das ist nicht gut. Ah, danke. Kyoto, auf dich ist Verlass. Okay. Was kommt als nächstes? Muss auf jeden Fall Kyoto jetzt rauswechseln. Allein halt eben wegen Verwirrtheit und so. Was ist Kusturso? Das weiß ich gerade gar nicht. Nehmen wir einfach mal Sascha, ne? Sascha ist immer gut. Ah! Okay. Dann einfach mal Schaumserenate. Man kann ja mal probieren. Ich finde das irgendwie nicht sehr niedlich. Also von daher. Geht so. Also, es soll ein Teddybär sein und so, aber ich finde irgendwie. Es wirkt irgendwie merkwürdig. Also, mir macht es ein bisschen Angst. Okay. Sehr gut. Dankeschön. Ach, geht doch einfach ausgedacht. Das Pibi hat mich jetzt, das Pixie hat mich ziemlich verunsichert am Anfang. Ja, wir können nochmal wechseln. Auf Cäsar. Cäsar hat quasi noch ein Hühnchen zu rupfen. Na? ja, Bohrschnabel. Ich glaube, eine Runde warten kann ich mir gerade nicht leisten. Oh oh. Was ist das? Was war das? Kometenkraft? Ich hab's nicht gesehen. Was war das für eine Attacke? Okay. Das ist mir egal. Ich mach einfach nochmal. So. Das müsste doch genügen, oder? Ach, gut. Perfekt. Ich bin stolz auf euch, Leute. Ihr wart eine Wucht. Wie unverschämt du bist. Na, und du auch. Du willst die Alola-Region auslöschen. Also, wer ist jetzt bitte unverschämter von uns beiden? Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Oh, ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderschöne Ultra-Bestie. Besessen sie von ihr ist. Oh nein! Die Ultra-Pforte schließt sich. Bromley, zu mir. Wir werden die Ultra-Bestie mit dem Ultra-Ball fangen, den wir extra entwickelt haben. Jawohl. Was? Mutter!
Was? Wieso? Wäckchen. Geht es dir gut? Wäckchen? Was hast du? Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erst einmal verschwinden. Hier können wir doch nichts tun. Ja, doch nichts tun. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmog rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen. Egal wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir können vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten. Ach, dass alle Leute so verehren, aber ob es überhaupt real ist? Bestimmt. Hallo, wir sind in der Welt der Pokémon. Klar ist es das. Schließlich sind die Ultrabesten ja auch real, oder? Na dann, also. Wir werden es schon finden, keine Sorge. Wir finden das legendäre Pokémon sicher. Ja, super duper Auswahlmöglichkeiten. Ja, alles wird gut. Juppie, Tali. Ach, ich danke euch beiden. Also falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet. Ich habe ein paar Zimmer. Die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay, gut. Danke. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier, in Mutters Bett. So wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber, das wird heute Nacht das letzte Mal sein. Am nächsten Tag. Yume, Lilly wartet draußen auf dich. Na, hast du dich gut ausgeruht? Auf einem neuen Tag voller Abenteuer. Den werden wir haben, ganz bestimmt. Yume, Lilly wartet auf dich draußen. Ja. Ganz draußen. Oh! Sweet! Die Sachen habe ich mir in Malia City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Und wie? Wirklich für mich? Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten. Und Mutter, ich wäre gern wie du, Yume. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich dazu, zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganze eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Ja. Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist die Mondflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schrein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden.
Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Du erhältst das alte Meisterball. Okay. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lilly unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich wohl erstmal hier fest. Yumi! Wow, Lilly! Du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Prima, das passt ja total. Wie meinst du das? Na, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben, um noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Yume und ihr Team unter die Arme. Das geht nicht. Ich muss es schaffen, meinen Pokémon noch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemanden ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe auch noch nicht nochmal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten, hineingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Und wenn das alles vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht warten mich ja noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Unsere Mutter hat eben ein Faible für, das Extravagante. Kali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Yay! Also dann, Yumi, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Die anderen warten sicher schon auf uns. Auf zur Anlegestelle. Prass! Mach's gut und angenehme Reise. Bis wir uns das nächste Mal sehen, werde ich mit meinen Pokémon hart trainieren. Du wirst Augen machen, Yumi. Was? Er kommt nicht mit? Das wundert mich jetzt aber. Ich hätte gedacht, dass okay, gut, dann gehen wir halt alleine mit Lilly los. Warum nicht? Bitte? Gut, das sind wieder alle normal hier. Na gut. Blick hatte. Sind wir nicht schon im Erdgeschoss? Sieht alles normal aus. Cool. Ja, wir müssen zur Anlegestelle. Ich weiß, die ist nicht draußen. Ich muss rein. Ich gucke trotzdem noch kurz um. Wellen sind stark, aber berechenbar. Stromerzeugung mit Hilfe von Wellenkraft ist also sicher und zuverlässig. Oh. Seht ihr? Da hinten ist nämlich ein Item, was wir nicht gefunden hätten, wenn ich nicht rausgegangen wäre. Dieser Hypertrank, der ist ganz wichtig. Noch irgendwas? Ich würde mal sagen, wir können auch langsam die Folge beenden. Das ist quasi eine Doppelfolge, die werde ich vermutlich eh schneiden in zwei Parts. Was rede ich da? Ihr werdet sehen, dass ich es gemacht habe. Wenn ich das hier sage, ist es ja schon passiert. Das ist doch ein Item, oder? Da liegt er einfach nur so. Oh nee, das ist der Schwanz von Mülltang. Oh, sorry. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yumi Let's Play, Pokémon Sonne. Bye.